Hey Leute, willkommen zurück bei S-Turnier. Hier ist wieder euer Sergeant Chaos und der gute Wino7 ist natürlich auch wieder dabei. Hallöchen. Jo. Und wir haben jetzt ein bisschen geschummelt und das ein bisschen abgekürzt, weil ich glaube, irgendwie 20 Folgen lang mit dem Rover rumfahren alleine wäre langweilig gewesen. Jo, vor allem nachdem wir den Bug hatten, dass ich dann auf einmal im Planeteninneren irgendwo war. Genau, und er deswegen gestorben ist und hier liegt schon wieder Gemisch rum. Ja, nicht drauf zeigen. Nehmen! Will er bei mir auch nicht nehmen, das Gemisch, also. Okay, dann ist es irgendwie verbuggt wahrscheinlich. So wie es aussieht schon. Dann hängt das wahrscheinlich irgendwo am Fahrzeug. Aber wir haben trotzdem unser Fahrzeug jetzt zur Basis gekriegt. Mit Forschungszeug! Vielleicht zur Forschungsbasis. Forschungsbasis, Forschungsstation, wie heißt das Ding? Ich glaube, Forschungsstation. Keine Ahnung. So, schauen wir mal, was rauskommt. Und es ich hab gleich mal wird das nächste mitgebracht. Ein Erdapfel. Das eine sieht echt aus wie eine Nuss. Dynamit. Super. Kann man immer gebrauchen. Ja. Haben wir schon eins gefunden da hinten. Und vielleicht wird das die Nuss. Inhibitor-Mod. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich auch nicht. Oben ist noch das dritte. Kann ich das vielleicht von hier hinten greifen? Nein, nein, immer noch nicht. Jetzt. Und Rückwärtsgang. Da das so schnell hier geht. Was wird es werden? Wird es jetzt eigentlich diese Nuss? Was für eine Nuss? Ja, da kommt immer so ein Gebäude oder was weiß ich, das sieht aus wie eine Nuss. Genau. Du gehst mir echt auf die Nüsse mit der Nuss. Toll. Da lag jetzt ein Aluminium drin, oder wie? Ja, da lag ein Aluminium drin. In dem Ding. Na toll. Okay, können wir hier jetzt irgendwas Neues machen? Ja, nicht überall drauf zeigen. Nein. So. Jetzt. Ah ja, mein ganzer Rucksack ist ja voller Gemisch. Auch wenn ich gerne das Gemisch da hinten noch nehmen würde. Aber ich zeig also lieber drauf. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber ich habe mir den Inhibitor-Mod jetzt mal gebaut, weil das sind alles dann Sachen, die kannst du in deinem Rucksack bauen. Achso. Ich weiß nicht, was er bringt, aber. Ich habe einfach mal draufgesetzt. Kleine, schmale Anpassung. Bei dem Arbeitslicht und Inhibitor müsste jetzt sein. Inhibitor-Mod und Dynamit. Aber was bringt dir das? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Solange aber egal, wir wollten ja hier den anderen Wagen, den wir hinten gebaut haben. Genau. Wollten wir umbauen. Uhaha. Der bewegt sich die ganze Zeit, das ist echt... creepy. Bei mir nicht. Ich kann ja mal Dynamit draufsetzen. So, dann bauen wir doch schon mal. Hier ist doch irgendwo ganz viel, da ist noch Kupfer. So. Aluminium ist da hinten auch noch. Ja, ich brauche ja Kupfer für den Inhibitor-Mod. Ah. Wow. Fliegt gleich weg. So, ich setze da drauf. Keine Ahnung, was das macht. Wir werden es erleben. So, jetzt muss ich erstmal das Fahrzeug holen, um das Ding da wegzuschieben, damit wir noch einen bauen können. Also ich habe immer noch 8 Gemisch im Rucksack. Aber ich glaube, da kommt gerade ein Sturm, da kommt ein Sturm auf uns zu. Setz dich einfach in die Kapsel rein, in der Mitte. Ich habe mir jetzt den Wagen gegrabt. Geklaut. Wie auch immer du es dir sagen, wie es auch immer du es nennen willst. Ich habe jetzt einfach mal hinter dem Anhänger stehen, das sollte auch reichen. Im Prinzip. Wow. Wir müssen eh warten, bis der Sturm vorbei ist, weil sonst können wir ja nichts auf die Wagen drauf bauen. Richtig.
Okay, ja toll, ich schiebe den Anhänger gerade zurück. So, wenn ich ihn jetzt gerade zurückschiebe. Sollte ich eigentlich in die Lücke reinkommen? Ja, bist du auch. Dann hängen wir an. Du, sofort. Dürfte jetzt echt dranhängen. Yep. Wäre jetzt schlau, wenn ich nicht komplett rausziehe, sondern nur so weit rausziehe, dass wir den nächsten bauen können. Boah. Aber da fehlt noch Gemisch. Ja, ich habe ja Gemisch ohne Ende im Rucksack. Mhm. Steht die heutige Folge unter dem Motto, wie lang können wir den Zug machen? Yep. Na, dann schauen wir doch mal. Jetzt habe ich noch 6. Es wird aber nur noch reichen, um einen Sitz drauf zu bauen. Mhm. Wir müssen dann erstmal warten, bis der Energie hat. Genau, und da es Nacht ist, wird das wohl ein bisschen dauern. Moment. Also die Batterie ist irgendwo aufgeladen. Ja, die Batterie liegt hier aufgeladen rum. Ach, die liegt rum. Die liegt hier rum, ja. Das ist doch super. Ich meine, es gab auch eine geupdatete Version von den Solarzellen. Das reicht nicht. So. Batterie ist leer, dann kommt die Batterie da auf den Zugwagen. Obwohl, das Ding hat ja eigentlich jetzt einen Arsch voll Energie. Also sollten wir damit auch ziemlich weit kommen. Zur Hölle ist nur, das letzte Mal, das war nicht so prickelnd, die Aktion Ewigkeit mit dem Rover durch die Gegend heizen. Ja, was zur Hölle ist das? Was? Das? Ein sogenanntes Arbeitslicht. Achso, leuchtet das oder was? So, der ist gleich wieder aufgeladen. Ich habe kurz Energie geholt. Aha. Ach, dafür brauchen wir ja nur 2 Gemisch. Da könnten wir sogar noch einen Wagen eigentlich dranhängen, eventuell. Weil 4 Gemisch habe ich da noch. Mhm, interessant. Aha. So. Dann auf wir das damit. Mal. Setz du mal das Gemisch drauf, ich ziehe das Zeug mal eine Runde raus. Also, dann machen wir es so rum. Einfach ganz langsam und vorsichtig nach vorne fahren. Sollte reicht, glaube ich, schon. Der hat bloß nicht genug Energie, einem einzubauen gerade. Das Hydrazin brauchen wir, um auf einem anderen Planeten zu fliegen, aber dafür. Ich glaube, das dauert noch, bis wir das machen können. Ich weiß es nicht. Wir müssen halt ein paar mehr Forschungen jetzt suchen. Mhm. Ich kann das Gemisch noch nicht mal da oben draufsetzen. Sonne, wo bist du? Ah, da kommt sie raus. Das nenne ich mal einen explosiven Rucksack. Ja, hast du das Dynamit mitgenommen, oder? Jetzt 3 Dynamit drauf. Warum? Weil Kaboom? Aber wie Kaboom? Kann ich gleich mal ausprobieren, Moment. Wenn ich gleich tot bin, weiß ich, ich hab's herausgefunden. Ach, das Arbeitslicht leuchtet echt. Ist ja cool. Oh oh, ich habe herausgefunden, wie es geht. Macht doch nicht kaputt. Schick.
Also, wenn du dir das mal angucken magst, der Krater ist gar nicht mal so untief. Ich habe ihn gerade schon gesehen, aber ich schaue mir gleich nochmal genauer an. Aber lass mich erstmal unseren letzten Rover hier bauen. So. Vor allem, das ist Natürlich. nur ein mittelgroßer Rover. Scheint noch größere zu geben. Da dann wahrscheinlich von Natur aus 6 Plätze. Komm. Könntest du dir Oh eigentlich das ja. freie Arbeitslicht schnappen, was hier rumfliegt, und dir auf den Rucksack setzen? Das sitzt hinten auf dem zweiten Platz. Ach Auf dem so. zweiten Sitz. Es Ah, steckt stimmt, das da ist Rad auf. es. Ja, passt auch. Ich habe Okay. gerade nur noch so einen komischen Inhibitor drauf. Keine Ahnung, was der bringt. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, Aufsetzen. ob wir das Ding hier rauskriegen. Moment, warte mal, ich muss es hier noch abkoppeln. Ne, das koppelt sich automatisch ab. Wenn Ich hab's zwei. jetzt abgekoppelt. So, ich sitze, dann fahr los. Ich versuch's. Aber du Das hast ja wird jetzt gegen einen ein Stein gefahren. Spaß. Kann es irgendwie sein, dass das zu viel ist? Nee, nee, niemals. Ja, da, irgendwo hängt er. Hundertprozentig. Ah. Kann mit dem Modul, in dem ich sitze, auch wenn ich angekoppelt bin, noch fahren. Also, ja, quasi das Prinzip von einem Roadtrain. Ah, okay. Also irgendwie glaube ich, wir koppeln das doch lieber ab. Warte mal. Da, genau, koppel da ab. Ich glaube, du solltest das Arbeitslicht da wegnehmen. Ich glaube, das zieht ziemlich Energie. Könnte auf jeden Fall sein. So, wo fahren wir hin? Also bis jetzt sehe ich noch keine Energie weggehen. Also anscheinend ist das durch irgendeine Biolumineszenz oder sowas erleuchtet. Weil Aha. es nimmt keine Energie weg. Null. Biolumineierend. Biolumineszenz. So. Wir könnten geradeaus fahren. Dann kommen wir in das grüne Gebiet. Wir sollten auf jeden Fall uns merken, in welche Richtung wir vom... Moment, ich gucke gerade mal was. Also wir fahren dann in nordwestlicher Richtung. Ja, okay. Am besten, Moment, warte mal kurz. Ich mache das noch besser. Wir sind ja hier oldschool. Oh. Ich notiere mir das jetzt mal. Blatt Papier und Stift. Oh ja. Nein, ich habe ein Post-it. Oh, so luxuriös. Oh ja. Bei mir ist der Wohlstand ausgebrochen. Ja, aber voll. Ja. Gut, dann können wir los. Wir haben aufgeschrieben, in welche Richtung wir fahren. Das heißt, wir sollten ungefähr die Richtung bleiben. Er haut einfach ab. Hey! Das Fahrverhalten ist recht interessant von den Dingern. Du brauchst einfach nur, eigentlich nur auf Vorwärts zu drücken und mit der Maus dann zu lenken. So geht's am einfachsten, fand ich. Aber man merkt, dass diese Lager doch einiges an Gewicht haben. Ja, geradeaus sollten wir nicht unbedingt weiterfahren, da geht's in der Höhle. Dann fahren wir um die Höhle rum. Wow, da ist ein großer Stein. Da bleibe ich bestimmt dran hängen. Ich komme nicht hoch. Das ist zu steil. Nicht dein Ernst. So. Also ich glaube, wir sollten das umbauen, dass du ein Lager hast und ich ein Lager. Gut, mach, können wir glaube ich gleich machen, wenn ihr da bist, dann Ja, setze aber ich ich mir ein glaube, es Lager kommt gerade drauf. eh erst ein Sturm. Das heißt, wir bleiben ganz gemütlich in unseren Vehikeln sitzen und warten ihn ab. Ja, ich versuche so lange in deine Richtung zu kommen. Ein Stein. Noch ein Stein.
Also bei den Brocken hier im Sturm könnte man meinen, wir sind in Minecraft. Ja. Oder auch die Rache des Minecraft. Ich werde abgetrieben. Geht mir ähnlich. Ich glaube, ich hänge gerade an dir fest. Das kann durchaus sein. Ich komme nicht diesen Hügel hoch. Oh. Dafür müssen wir es anders machen. Wir müssen, du musst den abkoppeln, dann koppel ich hier den ab und dann musst du den quasi nehmen und ich nehme den anderen. Weil jo. Du kannst den Aufsatz nicht umbauen. Ey. Springt der hier einfach rum wie ein... Mal schauen, ob das besser wird oder ob das alleine nur an den zwei Wagen liegt, dass der so... krass... langsam ist. Unfahrbar ist. Also du hast ein Lager? Ich habe ein Lager genommen, ja. Dann weiter in die Richtung. Ja, ich glaube, es ist jetzt besser. Na, aber es liegt wirklich an den Lagern. Ja gut, Lager ist ja auch. Mhm. Das sieht sehr interessant aus. Bisschen die Physics verarschen im Spiel. Oh, jetzt am Gebirge links fragen, würde ich sagen, oder? Ja. Ich glaube nämlich, da vorne ist ein Gemischfeld. Das wäre sehr praktisch. Ich glaube, da vorne sehe ich einen Absturz. Eine Absturzstelle. Ja. Wo wir. Was machst du da? Ich weiß es gerade nicht. Oh nö. Was zur Hölle? Hör auf damit! Was? Du fängst bei mir wieder zu ruckeln. Was zum F bin ich sehend? Ja. Dein Hänger steckt noch in der Erde. Jetzt nicht mehr. Oh, Hammer. Aber sowas von. So, jetzt beim Abbauen meinen Wagen nicht versenken. Aber ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich werde es tun. Geht schneller, kann das sein? Weiß ich nicht. Ich glaube, das war's jetzt. Sieht leer aus. So, gleich mal Anhänger ranhängen. Oh. Jetzt hat's bei mir geruckelt. So ging's da oben. So, ein paar Spitzen machen, damit ich da nicht runterfall. Besser ist das. So. Und mein Wegelchen lädt sich auf. Jupp, meins auch. So, dann fahren wir jetzt einfach geradeaus, weil da vorne ist eine Absturzstelle und ich fahre erstmal ein bisschen gegen deinen Hänger. Mach das. Und da kommt ein Sturm. Ich höre ihn auf jeden Fall. Ich sehe ihn zwar noch nicht, aber ich höre ihn.
Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Es wird windig. Dann warten wir den Sturm ab und durchsuchen das Wrack, falls wir dieses nicht schon getan haben. Jo. So Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt ein Kommi und wenn ihr noch mehr so einen Schwachsinn sehen wollt, abonniert mich. So long, euer Sergeant Chaos. Auf Wiedersehen, euer Rhino 7.